Meine Damen und Herren, willkommen zurück in der Statistik 2. Wir wollen heute über Power sprechen. Power, Macht. Irgendwie geht es also um Umf, könnte man auch sagen, um Energie, um Teststärke oder eben die Macht eines Testes. Warum muss uns Power, unsere Power, die wir haben mit einem statistischen Test, eigentlich interessieren? Das Ganze läuft im Übrigen in der eher Biostatistik auch unter dem Begriff der Fallzahlplanung. Da wir hier uns im allerweitesten Sinne uns auch an einem biomedizinischen Campus befinden und weil auch die Beispiele oft aus dem Bereich der Biomedizin und Biostatistik stammen, ist es, glaube ich, schon angemessen, das auch hier mal als Fallzahlplanung zu bezeichnen. Warum müssen wir uns darum eigentlich kümmern? Unsere finanziellen und zeitlichen Ressourcen sind begrenzt. Ja, werden Sie mir zustimmen. Wenn Sie eine Studie planen, wollen Sie nicht ad infinitum Daten erheben. Sie wollen nicht mehr Probanden in Ihre Daten, in Ihre Studie einschließen als nötig. So die erste intuitive Überlegung. Es gibt auch manchmal und relativ oft sogar ethische Implikationen, zum Beispiel bei Tierversuchen, zum Beispiel bei der Arbeit mit Patienten oder überhaupt auch bei Studien, die einfach Probanden sehr viel abverlangen. Aus den Tierversuchen kennen Sie die Überlegung zu sagen, das sogenannte 3R-Prinzip anzuwenden, auch schon seit 60 Jahren im Gespräch, zu sagen, ich versuche Tierversuche zu verbessern, zu ersetzen und auch zu reduzieren, also weniger Tierleid letztlich zu erzeugen. Ja, das ist eine ganz utilitaristische, klassische, ethische Überlegung, die ich natürlich anstelle. Was hat das alles mit Statistik zu tun? Wir bewegen uns damit mit diesem, oh, lieber weniger Fälle, lieber weniger Patienten, lieber weniger Tiere zum Beispiel, natürlich in einem Spannungsfeld dazu, dass wir auch sagen, aus ethischen Überlegungen heraus, schlechte Forschung ist immer auch unethische Forschung. Wenn Ihre empirische Untersuchung also per se einfach schlecht gemacht ist und ein Kriterium für Schlechtheit wäre eben, das werden wir heute sehen, zu sagen, sie ist wertlos dahingehend, dass sie keinerlei statistische Aussagekraft, keine statistische Power hat. Dann müssen wir dort ja sagen, zu kleines n ist auch wertlos. In dem Spannungsfeld bewegen wir uns also irgendwie. Wenn Sie heute nur drei Dinge mitnehmen aus diesem grundlegenden Video zur statistischen Power, dann wäre das Folgendes, oder würde ich mich freuen, wenn es Folgendes wäre. Erstens, Fallzahlanalysen ohne Überlegungen zur Power sind so gut wie wertlos. Und zwar sollten diese Überlegungen die folgenden drei Größen berücksichtigen. Wenn Sie lösen möchten, sozusagen für das Richtige oder für ein adäquates, das Richtige gibt es nicht, aber für ein adäquates N, für eine adäquate Stichprobengröße für Ihren statistischen Test, dann sollten Sie fragen, welche Power, was immer das ist, besprechen wir gleich, will ich denn eigentlich anpeilen? Wie groß sind eigentlich die Effekte, die ich erwarte, in dieser unbekannten Population da draußen? Ja. Und welchen Alpha-Fehler bin ich bereit zu riskieren? Beabsichtigte Power, gesuchte Effektstärke, in Kauf genommene Alpha-Fehler. Die drei Größen sind sozusagen extrem wichtig, wenn ich wissen möchte, welches N brauche ich denn. Ja? Ohne diese drei Überlegungen zum N und sozusagen diese vier Größen geht es nicht. Zweitens, kleine Stichproben erlauben eben höchstens, wenn überhaupt, das sichere Auffinden von sehr großen Effekten. Ja, also mit einer kleinen Stichprobe wissen Sie schon vorher, wissen Sie immer schon, weiß ich, wenn Sie zu mir in die Beratung kommen, von vornherein, dass Sie nur eine Chance haben, auch sehr große Effekte zu finden. Wie wir heute auch noch sehen werden, nur wenige, besonders psychologische Phänomene, führen plausiblerweise zu solch großen Effekten. Das heißt, für realistische, kleine Effekte, wie sie uns eben oft interessieren, wissen wir eigentlich vorher schon, dass wir große Stichproben brauchen, um die entsprechende Teststärke zu haben. Ja? Und das ist was, was mittlerweile in unserem Feld auch angekommen ist, was sich auch durch die Disziplinen zieht, die Neurowissenschaften, die verschiedenen Subdisziplinen der Psychologie, dass wir eigentlich über viele Jahrzehnte, vielleicht schon immer, eigentlich zu kleine Stichproben haben. Und drittens, die Streuung
zwischen individuellen Probanden, Versuchstieren, ist ein großes Hemmnis für das Auffinden von systematischen Effekten. Also etwas, was hier sehr stark anknüpft an Überlegungen, die wir auch schon seit dem ersten Semester tätigen, rund um das Thema, sollten wir was als within, also intra-individuelle Variation messen, oder als between subjects, inter-individuelle Variation messen. Und auch beim Repeated Better Repeated Measures ANOVA vor einer Woche quasi haben wir das auch nochmal gesehen, um wie viel, sensitiver eine Varianzanalyse sein kann, wenn ich etwas als within Subject vergleiche, also wenn ich meine Bedingungsvariation, mein Treatment innerhalb der Probanden umsetzen kann. Und das lässt sich jetzt hier auch mit der Power verknüpfen, dass ich nämlich sage, was ist das? Das heißt eigentlich, ich habe quasi immer eine größere Power. Ja, das ist das Dritte, was Sie hier bitte mitnehmen sollten. Als eigentliches Eingangsbeispiel möchte ich Folgendes wählen. Für die von Ihnen, für die wenigen, die vielleicht eigene Kinder haben oder auch kleine Geschwister oder die schon mal gebabysittet haben, ist das vielleicht ein ganz interessantes oder sagen wir mal nachvollziehbares Szenario. Und für die anderen funktioniert es hoffentlich auch. Stellen Sie sich vor, Sie interagieren mit einem Kind und Sie bitten das Kind, nach etwas zu suchen. Sie sagen zu dem Kind: Kind, kannst du mir aus dem Keller mal, und da muss ich jetzt gerade noch Punkt, Punkt, Punkt lassen, etwas holen. Ja? Und dann kommt das Kind, und läuft es freudig weg und kommt nach relativ kurzer Zeit wieder und sagt: Da ist nichts. Habe ich nicht gefunden. Das ist nicht da. Jetzt fragen Sie sich verschiedene Dinge, bevor Sie dann wahrscheinlich selber suchen gehen. Was werden Sie sich wohl fragen? Im Hörsaal mache ich das dann oft mit den Studierenden oder auch mit meinem sonstigen Fachpublikum, wenn wir über Power sprechen. Die Fragen, die man sich stellen kann hier, sind zum einen, über was für eine Art von Keller reden wir hier eigentlich? Das ist so das Grundproblem. Ist es ein sehr aufgeräumter Keller, wo man generell annehmen würde, dort ist etwas leicht zu finden? Und in diesem kleinen Bild, was ich hier wähle, Sie merken schon, dass es bestimmt irgendeine Art nur eine Analogie ist offensichtlich, weil es ja erstmal mit Statistik nichts zu tun hat, wenn dieses Kind im Keller sucht. Die Analogie hier ist, dass wir hier eigentlich erstmal fragen können, wie variabel, wie verrauscht sind unsere Daten eigentlich. Das muss uns interessieren, weil wir sagen könnten, gerade als Psychologinnen und Psychologen arbeiten wir oft mit eigentlich auch schon, die eigentliche Messung ist sozusagen ja schon rauschbehaftet. Ja? Also ein Fragebogen ist ein verrauschteres Maß als eine Entfernungsmessung mit einem Laser. Ja? Zweitens, was werden Sie sich noch fragen? Und das ist ganz wichtig, deshalb hatte ich in der Frage an das Kind gerade noch Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Wie leicht auffindbar würden Sie als Erwachsener meinen, ist es, was dieses Kind gerade suchen sollte? Hatten Sie den geschickt, um in diesem Keller ein Schraubenzieher oder vielleicht eine kleine Batterie oder sowas zu finden? Oder hatten Sie das Kind eigentlich gebeten, eine Schneeschaufel zu finden? Oder man kann es noch weiter übertreiben und sagen, ist es eigentlich eine Garage? Und Sie fragen das Kind, ist das Auto in der Garage oder nicht? Ja? Geht es also um etwas sehr Großes oder um was sehr Kleines oder um irgendwas dazwischen? Und die Analogie hier ist die zur Effektstärke. Suchen wir einen eher großen Effekt da draußen oder suchen wir eher einen sehr kleinen Effekt, den wir finden wollen, den wir nachweisen wollen? Des Weiteren kann man natürlich schon fragen und wird man sich auch fragen, wenn das Kind nach ganz kurzem Lauf in den Keller wieder zurückkommt, wird man der Sache weniger trauen, wird man der Aussage, dass das dort nicht ist, weniger trauen, als wenn das Kind sehr lange dort gesucht hat. Ja, und das würde uns als Idee später auch nochmal begegnen. Und die Analogie hier, was ist wohl die Analogie dazu? Zur Dauer der Suche, da können Sie sich mal an Augenbewegungen erinnern, wie Augenbewegungen diesen Kellern absuchen oder im Englischen oder im Neudeutschen absamplen. Wir könnten also sagen, was das eigentlich ist. Diese Suche, die Dauer der Suche ist eigentlich die Stichprobengröße, ja? Das N. Und letztlich, ein bisschen philosophischer, von mir hier noch dazugefügt, wie schlimm ist es eigentlich, wenn das Kind das falsche Ding mitbringt? Ja? Das heißt, fälschlicherweise sagt, guck mal hier, ich habe was gefunden. Um dann festzustellen, es ist eigentlich das Falsche. Und worauf das so ein bisschen abzielt, ist letztlich der tolerierbare Alpha-Fehler. Ja? Also so die Grundeinstellung bei unserer Suche, wollen wir eher zu liberal sein und auch mal fälschlich was finden? Ja?
Oder sind wir eher sehr konservativ und akzeptieren, wollen wirklich nur das finden, was wir auch suchen. Und wenn das dort nicht ist, wollen wir das auch nicht fälschlicherweise behaupten. So bewegen wir uns also mit dieser kleinen Analogie in diesem Spannungsfeld, was ich schon am Anfang bei den Take-Home-Messages genannt hatte. N ist die Stichprobengröße, für die wir sehr oft lösen wollen sozusagen. Ja, wir wollen eigentlich fragen, auch in der Fallzahlplanung, ja gut, wie groß sollen wir denn unsere Stichprobe wählen? Und was wir hier sehen, ist also dieses magische Viereck, wenn man so will. N hängt zusammen mit der Effektstärke, wie sie in der Population herrscht, hängt zusammen mit dem Tolle von uns, das ist eine Entscheidung, die wir einfach a priori fällen müssen, mit dem von uns tolerierten Fehlerniveau, Alpha-Fehlerniveau, wie groß an Alpha-Fehler sind wir bereit zu begehen, und mit der angestrebten Sicherheit, falsch-negative zu vermeiden. Ja? Also der angestrebten Sicherheit, auch wirklich, wenn da was ist, es auch zu finden. Ja? Diese vier zusammen lassen sich sozusagen füreinander auflösen. Wir machen das jetzt hier in dieser Einführungsvorlesung gar nicht so im Detail. Zum Teil deshalb, weil es a, analytisch gar nicht so einfach ist, sondern auch in der Praxis relativ oft über Ausprobieren läuft. Ausprobieren, ein hemdsärmliches Wort für Simulation, oder Simulation, ein vornehmes Wort für Ausprobieren. Wir simulieren also relativ oft Szenarios in der Praxis. Szenarios mit bestimmtem N, Szenarios mit bestimmter Effektstärke, um zu sehen, welche Power haben wir denn dann und welchen Alpha-Fehler bekommen wir. Und es gibt eine Software, die sehr, sehr beliebt ist im Feld. Die ist nicht komplett unumstritten. Was ist schon unumstritten in der Statistik? Aber die ist wirklich sehr hilfreich und die möchte ich auch Ihnen an die Hand geben. Die nennt sich G-Power. Die wird, glaube ich, an der Uni Düsseldorf eigentlich seit vielen Jahren entwickelt und hat einfach einen hohen Rang im Feld, weil sie von sehr vielen Studierenden wie Wissenschaftlerinnen, wie Praktikerinnen und Praktikern da draußen verwendet wird. Und was Sie dort in G-Power, ich zeige Ihnen nur einen Screenshot hier, sehen, ist, dass offensichtlich dieses magische Viereck auch dort gilt, denn da kann man als allererstes mal in G-Power sich festlegen mit diesem Dropdown-Menü, was Sie hier sehen. Möchte ich a priori eine a priori Power-Analyse machen, und das ist das, was ich hier eigentlich Ihnen vorstelle und was wir auch ganz allgemein unter Power-Analyse verstehen, nämlich ich möchte die Sample Size N berechnen, gegeben Alpha, ein von mir gewähltes Alpha, gegeben eine von mir gewählte gewünschte Power, gegeben eine erwartete Effektstärke auf Populationsebene. Ja? Und dann haben Sie aber auch die anderen Alternativen, zum Beispiel, was hier als Post-Hoc angehakt ist, gerade in diesem Screenshot, berechne die Achieved Power, gegeben Alpha, gegeben die Stichprobe und eine angenommene Populationseffektstärke. Oder auch, was Sie unten sehen, berechne die Sensitivität. Also das wäre sozusagen die Frage, wie groß muss die Schneeschaufel denn sein, die du finden kannst? Also welche Art von Schneeschaufel versus Schraubenzieher versus Schneetruck kannst du denn finden, wenn du ein bestimmtes Alpha in Kauf nehmen willst, wenn du eine bestimmte Power möchtest und wenn du zum Beispiel, durchaus eine legitime Überlegung, einfach nur in der Lage bist, ich sag jetzt mal, 100 Probanden zu akquirieren, ja? Denken wir an eine Situation, wie sie jetzt gerade nochmal ist, mit einer Pandemie. Wir haben von außen Einflüsse, die auf uns einwirken, die einfach beschränken, was wir tun können. Eine Bachelorarbeit kann ganz pragmatisch auch so ein Problem sein, zu sagen, nun gut, ich habe nur 3 Monate, ich kann nur 40 Leute akquirieren in diesem relativ komplizierten Setup mit meiner Kommilitonin zusammen. Okay, 40 werden wir schaffen. Dann kann man auch im Kontext von so einer Power-Analyse also fragen, wie große Effekte oder wie kleine Effekte kann ich denn dann aufspüren mit diesem Szenario? Ja? Also das ist das magische Viereck. Habe ich jetzt ein bisschen viel drauf rumgelabert auf dem Slide, aber das ist auch ganz gut, dass der sich hier in Ihre Retina und damit in Ihren visuellen Kortex und hoffentlich dann später auch mal in Ihr Langzeitgedächtnissystem rund ums Thema Statistik eingebrannt hat. N, Effektstärke auf Population, nicht in Ihrer Stichprobe, darüber rede ich gar nicht, sondern die Effektstärke, die wir finden wollen auf Populationsebene, die dort herrscht, toleriertes Alpha-Niveau, angestrebte Power, die vier sind untrennbar miteinander verbunden. Wir müssen unsere Stichprobe also groß genug wählen,
damit wir die erwartete Effektstärke auf Populationsebene auch abgreifen können. Darum geht es jetzt einfach nochmal in einigen Iterationen. Was Sie hier sehen mit diesen zwei gaußschen Kurven soll einen Effekt auf Populationsebene ausdrücken. Vielleicht bleiben wir ganz kurz beim momentan sehr virulenten Thema Covid-19. Wenn es ein Medikament gäbe, es gibt nicht wirklich eins anscheinend zurzeit, aber wenn es eins gäbe, ich spreche jetzt nicht von der Impfung, sondern ich spreche mal von einem Medikament, was die Erkrankungsdauer mit an Covid-19, was wahrscheinlich eine Autoimmunreaktion, so eine überschießende Autoimmunreaktion ist, die zu diesen schweren Multiorganschäden führt bei Covid-19. Wenn es ein Medikament da draußen gibt, von dem wir vielleicht gerade noch gar nichts wissen, was die Krankheitsdauer zum Beispiel, wir könnten uns hier vorstellen, auf der X-Achse ist Krankheitsdauer abgetragen, die Krankheitsdauer ein bisschen verkürzt, um ein paar Tage, ja, dann könnte man sich das etwa so vorstellen. Aber das wäre vielleicht hier eine Situation, wo generell die Krankheitsdauer, also zum Beispiel der Aufenthalt im Krankenhaus, zwischen 10 und 40 oder 10 und 60 Tagen irgendwie liegt, eine große Standardabweichung da ist. Und jetzt gibt es ein Medikament, was es vielleicht schafft, die Krankheitsdauer um ein paar Tage zu verändern. Ja? Also um Bruchteile von der Standardabweichung zu verändern. Dann wäre das ein kleiner Effekt. Um den nachzuweisen, also nochmal, das ist der Effekt, der ist eben so. Das wäre wie eine Art Naturgesetz. Ja? Wenn die Krankheitslage so und so ist und du nimmst dieses Medikament, verändert sich das im Schnitt ein bisschen. Ja? Um das nachzuweisen, bräuchte ich also eine sehr große klinische Studie mit vielleicht 30.000, 40.000, 2.000 von mir aus, aber große Zahlen für uns Psychologen, Probanden. Wenn die Situation aber so ist, dass sich eine Krankheitsdauer extrem verändern kann. Also vielleicht muss ich die Zahlen jetzt leicht anders wählen, dass es passt. Sagen wir, die Krankheitsdauer wäre eigentlich, oder vielleicht müssten wir zu einem anderen Parameter als Krankheitsdauer gehen. Aber nee, wir bleiben jetzt mal bei der Krankheitsdauer. Sagen wir, die Krankheitsdauer wäre im Schnitt eigentlich 60 Tage. Mit manchen Leuten sind sogar über 100 Tage im Krankenhaus. Und du hast ein Medikament, was, wenn das zum richtigen Zeitpunkt oder so genommen wird, die ganze Krankheitsdauer auf 5 Tage eindampft oder sowas. Ja, dann hast du einen, wie hier gezeigt, mit diesen zwei gaußschen Kurven, einen riesigen Effekt. Diese gaußschen Kurven überlagern eigentlich gar nicht. Was sind diese gaußschen Kurven? Ich soll es nochmal sagen. Das eine wäre sozusagen eine Population, die das Medikament hat, versus eine Population, die es nicht hat. Rieseneffekt. Dann ist es intuitiv einleuchtend, dass wahrscheinlich auch schon relativ kleine Stichproben, 20 Patienten versus 20 Patienten, 12 Patienten versus 12 Patienten, diesen Effekt abgreifen würden. Was heißt es? Wenn ich dann einen T-Test auf der Krankheitsdauer rechne, ein signifikantes Ergebnis zeigen. Ja? Erinnern wir uns daran, was wir mit unseren statistischen Tests machen. Jede Teststatistik, die wir ausrechnen, ist eine mathematische Funktion irgendwie geartet aus einer beobachteten Effektstärke in unserer Stichprobe und einer Stichprobengröße, die wir gewählt haben. Richtig? Das dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Aber das Wichtigere ist sozusagen, was hier mit diesen zwei Paaren von gaußschen Kurven gezeigt ist. Kleiner Effekt, brauche ich eben eine große Stichprobe, um Signifikanz nachzuweisen. Großer Effekt, reicht oft auch schon eine kleine Stichprobe, um den nachzuweisen. Wir riskieren natürlich mit jedem Signifikanztest. Ein Signifikanztest führt zu einer Entscheidung, ist signifikant, dann schlussfolgern wir, führt dahin, da ist etwas. Oder wir sagen, der ist nicht signifikant, und wir schlussfolgern, da ist nichts und die Nullhypothese wird sozusagen beibehalten, ja? Wenn wir das tun, wenn wir diese Entscheidungen fällen, denken Sie an Neyman Pearson zurück, an dieses entscheidungstheoretische Framework, was der Signifikanztest ja eigentlich darstellt, dann riskieren wir immer zwei Fehler. Und über den einen haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen. Haben wir auch neulich nochmal bei den familienweisen Fehlern gesprochen und bei den multiplen Vergleichen. Wir riskieren immer einen Alpha-Fehler. Denn wir kennen die Wahrheit ja nicht. Nochmal, in dieser klassischen Tabelle hier, in dieser klassischen Tabelle wissen wir ja nicht, leben wir in einer Welt, in der die H0 gilt,
wo unser Medikament überhaupt nichts bringt? Oder leben wir in einer Welt, wo dieses Medikament was bringt? Wir wollen ja gerade rausfinden, per Signifikanztest, in welcher Welt wir leben. Ja? Jetzt machen wir einen Signifikanztest und der legt uns entweder nahe, behalte die H0 bei. Wenn das Medikament nichts bringt und es gibt keinen Unterschied zwischen diesen zwei Medikamenten, die machen nichts, dann war das die korrekte Entscheidung. Aber wir könnten natürlich auch falsch liegen, weil der Hypothesentest, der Signifikanztest, Verzeihung, uns auch sagen könnte, verwerfe die H0. Wenn wir aber in dieser ersten Zeile hier leben, haben wir einen Fehler erster Art begangen. Heute geht es ganz klar in dieser Vorlesung eigentlich nur um diese untere Zeile, auf der ich hier so rumwiggle, nämlich wir leben in einer Welt, da gibt es ein Medikament da draußen, das wirkt, das verkürzt die Krankheitsdauer bei Covid-19. Und wir machen jetzt eine klinische Studie dazu. Ja? Und jetzt ist sozusagen eine gefährliche Situation, dass wir natürlich hier sein wollen, richtig? Wir wollen natürlich bitte, dass unser Signifikanztest, auch wenn wir hier sind, uns das anzeigt und sagt, ja, genau, verwerf mal die H0 und glaub mal lieber weiterhin dran, dass das Medikament was bringt. Und das große Problem ist also hier unten zu sagen, wie kriege ich meinen Signifikanztest zu, dass er, wenn ich ihn sehr oft anwende, in der großen Mehrheit der Fälle mir auch die richtige Antwort gibt, nämlich die Antwort, nochmal, wenn ich in einer Welt lebe, in der das Medikament wirkt, die H1 gilt eigentlich, wie kriege ich den Signifikanztest dann auch dazu, mir in der Mehrheit der Fälle das auch so zu antworten. Also, dass ich dann auch richtig liege, sozusagen. Ja? Das sind also die zwei Fehler. Und der Fehler zweiter Art, das sehen Sie schon hier daran, dass die hier zusammen in einer Tabelle stehen. Die Power, die korrekte Entscheidung, wir haben gleich ein Slide, auf dem es auch nochmal definiert ist, keine Sorge. Die Power ist sozusagen 1 minus Beta und diese Zelle hier ist der Beta-Fehler. Also in 1 minus Beta-Prozent der Fälle liege ich quasi richtig, ja, dann, und habe entsprechend diese Power dann auch. Und das heißt auch, irgendwo diese Zahl möchte ich hochhalten. Ja. Ich sage es noch einmal in einem Satz. Wenn das Medikament wirkt und ich dazu 100 klinische Studien durchführe mit diesem Medikament, wenn dieses Medikament wirkt, dann möchte ich auch, dass mindestens 80 dieser Studien das auch finden, ja, und auch sagen würden, ja, genau, wir sagen, wir als Signifikanztest, ich als Signifikanztest sage, ja, genau, verwerf die Nullhypothese, glaub dran, das Medikament wirkt. Signifikant, signifikant, signifikant. Ja, dann möchte ich das auch wirklich in 80% der Fälle oder mehr, in 90%, in 95% der Fälle bitte auch so geantwortet bekommen. Im Kontext dieser medizinischen Studien oder dieser Tests, das kann man natürlich auch für einen Test auf einen Antikörper oder sowas beziehen, im Kontext dieser Tests ist also offensichtlich das, was hier jetzt von den Statistikerinnen Power genannt wird, das, was man dort auch als Sensitivität bezeichnet. Ja? Wenn da etwas ist, wie sensitiv bist du als Test im Auffinden dieses Dings, dieses Antikörpers, dieses Gens, sonst was. Dieses Effekts würden wir Statistiker sagen. Ja? Genau, man muss also generell mal abwägen, wenn diese Tabelle gilt, die wir gerade gesehen haben, dann muss man mal abwägen, was ist eigentlich schlimmer. Ja, es ist, findet man als Forscherin, findet das Feld, finden wir als Community, finde ich als Gesetzgeber, ist eigentlich schlimmer. Denken Sie an das Kind, was kurz im Keller gesucht hat. Finde ich es jetzt eigentlich schlimmer, mal kurz was fälschlich zu behaupten? Da ist gar nichts und ich habe einen falsch-positiven sozusagen, begehe also einen Alpha-Fehler. Oder ist es nicht vielleicht in vielen Fällen, zum Beispiel in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, als Gesellschaft, wir suchen händeringend nach einem Medikament, nach irgendwas, was gegen Covid-19 hilft, um diese Intensivstationen freizukriegen. Ja? Wäre es da nicht so, dass es eigentlich das Schlimmere ist, wenn es einen Effekt gibt, den nicht zu kennen? Sprich, eine Studie durchzuführen, die nicht genügend Power hat, diesen Effekt auch aufzufinden. Ja, stellen wir uns also vor, wir haben ein Medikament da draußen, das verkürzt Covid-19 nicht um 30 Tage auf der Intensivstation, sondern nur um 4 Tage.
So überfüllt wie Intensivstationen momentan sind, ich mache dieses Video übrigens, sollte ich dazu sagen, im Januar 2021 in Deutschland gerade ein etwas verlängerter Lockdown, einfach aus der Sorge heraus, dass die Fälle nicht runtergehen, dass die Liegezeiten auf den Intensivstationen lang sind und dass deshalb die Intensivstationen volllaufen. Also Szenario, hypothetisches Szenario, es gibt ein Medikament, was die Liegezeit um 3-4 Tage verkürzen könnte. Relativ kleiner Effekt vielleicht, aber wäre es nicht wichtig, dieses Medikament zu kennen und in einer klinischen Studie es auch nachzuweisen. Ja? Und der Beta-Fehler ist dann also sozusagen das Unvermögen, das nachzuweisen, und die Power ist das Vermögen, das nachzuweisen. Wir können uns also in so einer Kurve, wie sie hier, in solchen zwei Kurven, die jetzt hier unten, die grüne Kurve zeigt ein Szenario an, nämlich die Nullhypothese gilt. Und die orangene Kurve zeigt ein anderes, können gar nicht koexistieren, ein anderes Szenario an, nämlich die Forschungshypothese gilt, mein Medikament, meine neue Therapie hat einen Effekt. Ja? Das haben wir in Statistik 1 schon mal verwendet, dieses Bild, daher kennen Sie das vielleicht noch ein bisschen. Ich bleibe ganz kurz bei diesem Slide, eine Sekunde noch. Die rote Linie, die da jetzt eingezogen ist, wir haben also hier auf der X-Achse mögliche Effekte, wie wir sie in unserer kleinen Stichprobe beobachten. Ja? Und die rote Linie ist sozusagen die Entscheidungslinie, ab der wir etwas als signifikant bezeichnen und dann entsprechend die Nullhypothese auch verwerfen. Oder eben auch, wenn wir auf der anderen Seite landen, die Nullhypothese beibehalten. Und was wir hier jetzt nur eingezeichnet haben, ist also nochmal das, was wir schon lange kennen, nämlich den Alpha-Fehler. Wenn eigentlich die Nullhypothese gilt, das heißt, unsere Daten entstammen eigentlich einer Population, wo es gar keinen Effekt gibt, dann kann natürlich ja trotzdem mal hin und wieder, ist dann halt sozusagen Pech, ein großer Effekt resultieren und wir verwerfen die Nullhypothese fälschlicherweise, und das ist dieses da unten grün eingezeichnete, dieser grün eingezeichnete Tail, das ist jetzt hier mal einfach nur einseitig eingezeichnet. Das wäre natürlich schade, aber den halten wir ja üblicherweise auch klein, diesen Fehler, bei etwa 5%. Daraus resultiert aber, dass natürlich mit dieser Grenze ich natürlich auch ein Stück Fläche abschneide von dieser orangen-gelben Verteilung. Und ich weiß ja nicht, komme ich aus der grünen oder komme ich aus der orangen. Ja? Und dieses Abschneiden dieser gelben Fläche hier, das ist der Beta-Fehler, weil das heißt, wenn du eigentlich in einer Welt lebst, in der dein Medikament wirkt und du landest jetzt aber leider mit deiner Teststatistik unter der von dir vorher gezogenen Signifikanzschwelle, ja, dann wirst du die Nullhypothese nicht verwerfen, wirst weiter an die Nullhypothese glauben, obwohl du in dieser H1-Welt lebst, dann hast du also einen Beta-Fehler begangen. Ja? Und hier sieht man auch ganz schön, da kann ich jetzt doch zum nächsten Slide gehen, warum der Beta-Fehler und die Power 1 minus Beta genau komplementär sind und dass das was mit dem Alpha zu tun hat. Diese Linie, diese rote, die hatten wir ja gewählt, obwohl man es jetzt hier nicht mehr sieht, weil die ganze Nullhypothese habe ich jetzt mal, alles was mit der Nullhypothese zu tun hat, habe ich auf dem Slide weggelassen. Die rote Linie haben wir ja so gewählt, dass sie von einer Nullhypothesenverteilung 5% abschneidet. Wir kennen diese Verteilung hier gar nicht so genau. Wir wissen nicht, wie groß der Effekt wirklich ist, und deshalb wissen wir auch nicht so genau, wie sich das hier eigentlich alles verteilen wird. Wir wissen aber, wenn wir die Linie hier, die rote, in Richtung der Nullhypothese wieder zurückschieben, drängen würden, sprich wir werden liberaler, erlauben einen größeren Alpha-Fehler, dann machen wir ganz automatisch auch einen kleineren Beta-Fehler und erhöhen damit die Power. Also deshalb ist es mir nochmal wichtig, dass wir hier einmal wirklich mal die Nullhypothese kurz vergessen und sagen, mit unserem Kriterium schneiden, Signifikanzkriterium schneiden wir zwangsweise irgendwo auch durch die Verteilung der wahren der Teststatistiken, wenn die Forschungshypothese wahr ist, also diese Verteilung hier. Und dann muss es jetzt darum gehen, irgendwie das ganze Szenario, die Stichprobengröße, das Alpha so zu wählen, dass wir mit entsprechend hoher Power, zum Beispiel 80%, dass also diese Fläche hier 80% beträgt, wir dann auch quasi hier vorgehen können. Ja?
Der Beta-Fehler wird nämlich, das steht hier nochmal klar drauf auf dem Slide, wird in der Praxis meist unterschätzt. Das ändert sich zurzeit sehr stark in den letzten Jahren, aber er wurde lange Zeit, können wir sagen, sehr stark unterschätzt. Ja? Wenn die statistischen Tests, die wir machen, eine kleine Power haben oder einen großen Beta-Fehler in Kauf nehmen und zum Beispiel das einfach gar nicht, das erste Problem ist, dass das schon gar nicht genau beziffert wird vorher. Leute wissen das gar nicht. Die Leute reden von ihrem Alpha-Fehler, aber wie viel Power sie dann eigentlich haben oder, wie, oder umgekehrt, wie groß ihr Beta-Fehler ist, darüber wird eigentlich selten ganz präzise gesprochen. Und es muss natürlich unser Ziel sein, Studien zu entwerfen, die eine hohe Power haben. Wie hoch ist dann eine Frage? Wir werden noch sehen und vielleicht dünkt Ihnen das auch schon, dass also offensichtlich, das steht hier auch mal so, 50% Power eigentlich Zeit- und Geldverschwendung sind. Ja? Wenn ich zu einem neuen Thema, zu einem neuen Effekt eine Studie durchführe und der Signifikanztest hat nur eine Power von 50%. Das heißt, was heißt denn das? Das heißt, wenn es den Effekt gibt, findet der Signifikanztest ihn nur in 50% der Fälle, dann, sagt Gerd Gigerenzer, kannst du eigentlich auch eine Münze werfen. Dann könntest du eigentlich sagen, es wäre viel billiger, Achtung, ich mache einen Signifikanztest. Flöpp, der Effekt ist da. Oder flöpp, der Effekt ist nicht da. Das hat wirklich die gleiche Aussagekraft, wie wenn du da mühsam eine Studie dazu durchführst. Also das kann es nicht sein. Das heißt, die Power muss größer als 50% sein. Die Power, aber muss sie 95% sein? Muss sie 99% sein? Das werden wir sehen. Da wird das alte Diktum gelten, die letzten 5% sind die teuersten. Wir werden nachher noch sehen oder in einem zweiten Praxisvideo zu Power oder vielleicht auch im Seminar, wie viel größer das N noch werden muss, um von einer Power von 90% zum Beispiel auf eine Power von 95% zu kommen. Also da wird es praktische Erwägungen geben müssen. Sie werden sehen, dass wir sehr oft, auch in der Praxis, wenn Sie mal anfangen zu schauen, zwischen 80% und 90% liegen, was so an Power angestrebt wird. Also, hier endlich, nach einer halben Stunde mal klipp und klar definiert. Was ist Power? Power ist in einem Neyman-Pearsonschen Fehlerframework gesprochen 1 minus Beta, ausformuliert 1 minus die Fehlerwahrscheinlichkeit zweiter Art oder anders formuliert die Wahrscheinlichkeit, keinen Fehler zweiter Art zu begehen, also 1 minus diesen Fehler. Wir können auch sagen, Power ist die Wahrscheinlichkeit, die H0 auch wirklich zu verwerfen, wenn sie denn falsch ist. Ja? Und Sie können sich hier gerne nochmal draufschreiben, das ist eigentlich das, was in der Medizin als Sensitivität bezeichnet wird. Und diese Power wollen wir natürlich hochhalten. Ja? Das heißt auch, Entschuldigung, da war ich ein bisschen schnell, das heißt im Übrigen auch, und das habe ich gerade deshalb auf dem letzten Slide so gemacht, dass ich dort nur noch die Orangenkurve am Schluss hatte, das gesamte Konzept der Power ergibt nur Sinn für dieses Szenario, wo die H1 gilt. Ja? Nur dort, wo was ist, kann ich auch fragen, welche Macht habe ich es zu entdecken, welche Sensitivität habe ich es zu entdecken, welche Power habe ich. Ja? Nur wenn die H1 tatsächlich wahr ist in der Welt, ist es von Relevanz. Der Punkt ist natürlich der, kurzer Ausflug, die H1 ist auf irgendeine Art natürlich fast immer wahr, wenn wir die H1 so primitiv formulieren, wie wir es meist tun, dass wir nämlich sagen, H0 ist kein Unterschied. Wie haben wir das oft gemacht? Mü Männer gleich Mü Frauen. Ja, oder Mü Männer minus Mü Frauen gleich 0. Dann ist ja die H1 jedweder Unterschied. Also auch noch so kleine Unterschiede zwischen zwei Gruppen sind ja dann eigentlich ein Effekt auf Populationsebene. Ja. Wenn wir also bei so einem ganz, ganz, ganz umstrittenen Thema wie Intelligenz oder so bleiben und sagen würden, ja, Männer sind in der räumlichen Kognition oder in der räumlichen Intelligenz oder in der nichtverbalen Intelligenz oder irgendwie, ja, irgendwie schon um 0,3 Intelligenzpunkte höher als Frauen, behaupte ich jetzt einfach mal so in den Raum als Provokation für sie oder einfach so. Das könnte ja auf Populationsebene sein. Es ist sogar auf Populationsebene wahrscheinlicher, dass irgendwie ein noch so geringer Unterschied besteht, als dass tatsächlich genau kein Unterschied auf Populationsebene besteht. Und das macht unser Leben bei der Power jetzt natürlich noch interessant, weil wir uns eben fragen müssen, das haben wir schon von Anfang an gesagt, wie groß ist der Effekt auf Populationsebene, den wir hier mit unserem statistischen Test suchen. Diese Frage geht also nicht weg
Und das ist die hauptvernachlässigte Frage auch in Power-Analysen, die Leute so publizieren oder die sie bei Ethikkommissionen einreichen, dass sie sich darüber zu wenig Gedanken machen. Suche ich einen kleinen Effekt? Suche ich einen großen Effekt? Was ist mir eigentlich wichtig? Ist es mir wichtig, auch kleine Effekte zu entdecken? Oder reicht es mir einfach auch, mittelgroße bis große Effekte zu entdecken? Also, hier sehen wir nochmal das alte Diktum von Snap, dem hervorragenden Eurodance-Projekt von Ancelotti und Münzing 1990. I've got the power. Sie kennen das vielleicht noch, auch wenn Sie da noch nicht mal auf der Welt waren. Dieser schöne Satz, I've got the power, wird in der Psychologie zu Recht in Zweifel gezogen. Gerd Gigerenzer, lange Jahre Direktor am Max-Planck-Institut in Berlin, hat schon seit 30 Jahren eigentlich sozusagen immer wieder das Feld ermahnt, zu sagen, Leute, ihr habt die Power gar nicht. Also etwa in einer ähnlichen Zeit, eigentlich lustig, sehe ich gerade zum ersten Mal, Snap mit 1990, Gigerenzer zusammen mit Sedlmayr 1989, gesagt, die Power in psychologischen Studien, die geschätzte Power, man kann das nur schätzen, die Studien im Feld eigentlich so haben, ist ernüchternd gering. Das steht hier in diesem Abstract auch nochmal drin. Sie haben gezeigt, dass für mittelgroße Effekte, die wir so mal großzügig annehmen in der Psychologie, die Power der üblicherweise publizierten Studien in den 60ern bis zu den 80ern eigentlich nur etwa 40-35%, also unter 50% sozusagen an Power hatten. Und das ist natürlich ein verheerender Schluss. Neuere Studien, auch aus den Neurowissenschaften, kommen zu ähnlichen Berechnungen. Der Eindruck entsteht, dass das, was im Feld eigentlich getan wird, sprich die Stichprobengrößen, die eigentlich benutzt werden, haben nur eine Power von unter 50%. Und das ist eben der Fall, wo Gigerenzer sagt, ja, Leute, dann kannst auch eine Münze werfen. Es ist billiger für die Steuerzahler und ähnlich ergiebig, als diese vielen Studien durchzuführen, die alle letztlich underpowered sind, also die zu wenig Power haben. Aber gehen wir es mal ein bisschen positiver an. Fragen wir, ja, was kann ich denn? Für was habe ich denn die Power? Kommen wir von unserer typischen Psychologie-Seite und sagen, na gut, wir machen halt nur 20 Männer oder 20 Frauen oder 20 von der einen Gruppe, 20 von der anderen Gruppe. Ja? Also 40 Leute insgesamt. Ja, das ist so das, was man vielleicht in der Bachelorarbeit mal schnell auch wuppen kann. Da gibt es eine sehr interessante Studie von Simmons, Nelson und Simonson 2013. Die haben versucht, mittels sehr großer Online-Studien sozusagen rauszufinden, was sind die wahren Effekte sozusagen in so einer Art Population. Sie haben große Online-Studien benutzt, um eine Art Population abzugreifen. Und dann gefragt, na, wie klein kann ich denn meine Stichproben machen, um immer noch in 80% der Fälle dann die Effekte zu finden. Und was das dann rauskam, war eigentlich relativ ernüchternd. Also hier auf diesem ersten Slide jetzt mal die Frage. Ihr seht, alle Gruppengrößen sind unter 20 für diese drei Phänomene hier. Was kann ich denn mit so kleinen Gruppengrößen reliabel oder sagen wir mit 80% Power finden? Ich kann rausfinden, dass Männer größer als Frauen sind. Um das in 80% der Fälle nachzuweisen, brauche ich nur 6 Männer und 6 Frauen. Ich kann mit 9 pro Gruppe nachweisen den Effekt, dass die Leute, die einfach in der Stichprobe, die Älteren sozusagen sind, die über dem Median des Alters sind, die Älteren auch näher an ihrer Berentung zu sein. Das sollte doch eigentlich ein absoluter No-Brainer sein, oder? Dass ein 65-Jähriger eine kleinere Zeit bis zur Berentung angibt, also nämlich nur noch 2 Jahre oder so, als eine 20-Jährige. Sollte ein Rieseneffekt sein. Das ist sozusagen also auch nicht wirklich interessant, das ist eigentlich ein statistisches Artefakt, das muss eigentlich so sein. Trotzdem kann man durchaus sagen, brauche ich 9 von der einen Gruppe und 9 von der anderen, in dem Fall also 9 Junge, 9 Alte, um diesen Effekt zu finden. Und dann, jetzt geht es so ein bisschen in den Bereich von den sozialpsychologischen, geht es ein bisschen in die Stereotypen oder sowas fast rein, oder? Frauen berichten mehr Schuhe zu besitzen als Männer. Dafür bräuchte ich 15 Männer und 15 Frauen, um das reliabel nachzuweisen. Ein bisschen interessanter vielleicht, ein bisschen schockierender auch, Dinge, die wir immer noch für relativ, naja, irgendwie, also für No-Brainer irgendwie halten.
brauchen wir doch schon relativ große Gruppengrößen, um das nachzuweisen. Zum Beispiel den Zusammenhang, das sind eigentlich Zusammenhangshypothesen natürlich hier letztlich, aber wissen wir ja mittlerweile, dass sich jede Unterschiedshypothese auch in eine Zusammenhangshypothese überführen lässt. Leute, die Spicy Food mögen, die angeben, ja, ich mag Spicy Food so und so gerne, die geben auch an, indisches Essen, was als Spicy eigentlich gilt, zu mögen. Brauchst du schon 26 pro Gruppe, um so einen Effekt zu zeigen. Dass Leute, die sich als Liberals bezeichnen, also im Amerikanischen ja eigentlich Linke, muss man sagen, ja, finden soziale Gleichheit wichtiger als Conservatives oder Rechte. Ja. Sollte man eigentlich so meinen, denn es ist ein Kennzeichen von einer linken Identität, soziale Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, spielt da einfach eine große Rolle im politikwissenschaftlich betrachtet, denke ich. Immerhin 34 pro Gruppe, um sowas zu zeigen. Jetzt wird es interessant kurz. Männer wiegen mehr als Frauen. Wir hatten vorher gesehen, der größte Effekt, der hier jetzt behandelt wurde, der sich quasi mit 80%iger Power schon mit 6 und 6 nachweisen ließ, war die Körpergröße Männer, Frauen. Das Körpergewicht ist schon ein bisschen sozusagen kleinerer Effekt. Ich brauche immerhin 46 Männer und 46 Frauen, um das reliabel mit 80%iger Power nachzuweisen. Dass Leute, die angeben, gerne Eier zu essen, auch berichten, mehr Eiersalat zu essen, das wird ein bisschen absurd, 48. Und ganz interessant, jetzt mal endlich ein psychologischer Effekt, wirklich, Smokers think smoking is less likely to kill someone than do non-smokers. Also was passiert hier? Da geht es wahrscheinlich so ein bisschen um so kognitive, ich weiß gar nicht, ob das heißt, das kognitive Dissonanz eigentlich zu sagen. Also ich rauche und jetzt färbt es aber irgendwie auch ab auf meine Kognition rund um das Thema Rauchen, wie gefährlich also eigentlich Rauchen ist. Ja. Eigentlich würde man sagen, auch ein genuin psychologischer Effekt, den man erwarten würde, du brauchst 144 in der einen Gruppe, also wahrscheinlich 144 Raucher versus 144 Nichtraucher, um das zu zeigen. Das ist alles ein bisschen ernüchternd und Siemens et al. Folgerten dann auch eigentlich oder brachten das auf so eine ganz nette Formel, die ich Ihnen hier auch mal anbieten möchte, oder Faustformel. Wenn du deine Studie planst, frag dich doch einfach mal, du weißt ja nicht, wie groß der Effekt auf Populationsebene ist, ja, das zieht sich heute durch die ganze Vorlesung, aber wenn du deine Studie planst, dann frag dich doch selber eigentlich mal, suche ich nach einem Effekt, der wahrscheinlich kleiner ist oder größer ist als sowas relativ Triviales wie Männer wiegen mehr als Frauen. Und wenn du zu dem Schluss kommst, der Effekt, den ich suche, der ist wahrscheinlich kleiner als sowas, weil ich was Psychologisches, relativ Subtiles tue oder mich dafür interessiere, dann muss man sagen, dann brauchst du wahrscheinlich auch ein N von 50 pro Gruppe aufwärts. Das ist wirklich nur so eine Faustformel, aber eine ganz interessante. Und Sie sehen jetzt hier natürlich den Clash mit dem, was so im Feld passiert oder dem, was Sie in den Studien, die Sie so lesen, sehen werden. 50 pro Gruppe ist in der Psychologie für viele Fragestellungen eigentlich schon, hätte man lange gesagt, das sind ja große Gruppen. Ja? Und diese Power-Simulationen, möchte ich sie mal nennen, über Online-Studien oder auch anderer Natur zeigen, ja nee, oder auch mit einem Programm wie G-Power lässt sich das leicht zeigen, du brauchst eigentlich viel größere Ends. Interessant ist noch, wir hatten das am Anfang bei dem Kind im Keller kurz schon gesehen. Da hatten wir auch gesagt, wie lange hat das Kind eigentlich gesucht? Und wenn es zurückkommt und sagt, da ist nichts, also eigentlich uns so eine Art Nullhypothese nahelegt, also sozusagen ein nicht signifikantes Ergebnis präsentiert, dann waren wir auch geneigt, dem mehr zu glauben, wenn das Kind länger gesucht hatte. Und darin steckt sowas, was hier nochmal ausgedrückt wird, eine adäquate Power zu haben. Also sprich, zu wissen, ich habe hier eine Studie geplant und durchgeführt, die hatte 80% Power, um so einen Effekt zu finden. Das erhöht auch irgendwie für uns den diagnostischen Wert, möchte ich das mal nennen, von Null-Effekten, also von nicht signifikanten Ergebnissen. Wir haben zumindest intuitiv das Gefühl, mehr von der Welt verstanden zu haben, wenn da was nicht rauskommt in der Studie, obwohl wir die Power hatten. Ja? Fragen Sie sich selbst bei diesen zwei Aussagen hier, sozusagen, was Sie mehr beeindruckt. Wenn Sie lesen, zwei Medikamente, das Medikament A und das Medikament B, unterscheiden sich nicht in ihrer Wirksamkeit signifikant. P gleich 18%.
Die Studie hatte eine Power von 55%. Oder wenn Sie lesen, Medikament A unterschied sich nicht von Medikament B, der P-Wert 0,24, nicht signifikant, ähnliche Größe, aber die Power von der ganzen Studie war 84%. Ja. Wenn die Vorlesung bis jetzt gewirkt hat, dann sollten Sie schon auch den Eindruck haben, dass mit einer gut gepowerten Studie diesem nicht signifikanten Signifikanztest vielleicht einfach mehr Vertrauen schenken können. Jetzt, ja. Und jetzt so zum Abschluss vielleicht einfach nochmal die wichtige Idee, das ist hier jetzt aus dem Programm G-Power gezeigt, zusammenfassend ein bisschen, wie sieht es dann eigentlich dann grafisch aus, wie kann ich mir das vorstellen? Sie sehen an diesem Graph jetzt hier, den wir gleich noch ein bisschen in Ruhe angucken können, sehr viele Dinge auf einmal. Was wir hier eigentlich erstmal haben, ist ein Graph, den kann man in G-Power leicht produzieren, sich ausgeben lassen, sollte man sich auch immer ausgeben lassen. Also erstens, wir sehen einen Graph für Power auf der Y-Achse. Das heißt offensichtlich, ganz wichtige Take-Home-Message, Power ist nicht eine Zahl. Power ist eine Funktion von anderen Größen. Ja? Natürlich kann ich irgendwo scheibchenweise mir einen Snapshot rausziehen. Ich kann sagen, ja, mit einer Stichprobe von 40 habe ich eine Power von 80. Wenn die Effektstärke so und so groß ist und der Alpha-Fehler, der in Kauf genommene, so und so groß. Ja, das ist richtig. Aber instruktiver, also irgendwie mehr Einsicht uns bietend, ist es, sich diese Kurven eben auch anzuschauen und zu sehen, hoppla, Stichprobengröße geht in diesem Fall linear hoch von 10 nach 20 nach 30 nach 40 bis 100. Diese Kurve ist aber nicht linear, sondern diese Kurve steigt am Anfang quasi linear an, jetzt in diesem Szenario. Dann, und das meinte ich vorhin, als ich sagte, um von einer Power von 80 auf eine Power von 90 zu kommen, musst du dich dann ganz schön strecken. Und strecken heißt in dem Fall ganz schön N aufbuttern, ganz schön viele Leute noch zusätzlich einschließen in deine Studie. Also wir können ja mal in unserer ersten Powerkurve quasi sagen, das ist ja ein Fall einer ganz einfachen ANOVA, One-Way, also ein Faktor, drei Gruppen. Ja. Wenn ich das hier mit Studierenden aus dem CBBM oder Doktoranden aus der Medizin, aus der Biologie bespreche, ist das ein typisches Szenario. Die haben vielleicht drei Gruppen von Mäusen, ja. Kontrolle, dann irgendwie ein bestimmter, also Wild-Type, dann eine bestimmte Genveränderung und dann vielleicht noch eine andere genetische Veränderung oder die gleiche genetische Veränderung, aber anders behandelt oder sowas. Ja, drei Gruppen, nicht untypisch in solchen Szenarios. So, in diesem Fall mit einem Rieseneffekt im Übrigen, sollte ich sagen, das ist Cohen's F. Cohen's F kennen wir nicht so, lässt sich umrechnen, aber ein Cohen's F von Punkt 5 entspricht, glaube ich, einem Cohen's D, also so einem typischen Maß, was wir kennen, von sicher auch einer Standardabweichung. Das ist ein großer Effekt. Und das ist die Gesamtstichprobe. Also quasi wäre 36, wären zum Beispiel 12 Mäuse pro Gruppe, ja, oder 12 Studierende pro Gruppe, oder 12 Probanden einfach. 12 Beobachtungen pro Gruppe, pro Faktor-Level. 36, da habe ich eine Power von ein bisschen über 60%. Das sollte mir nach allem, was ich heute erzählt habe, eigentlich nicht genügen. Ja. Um die 80% zu reißen, kann ja mal kurz hier versuchen, freihändigen Strich reinzuziehen, landen wir bei, sagen wir mal, also 45, also etwa 15 pro Gruppe. Aber nochmal, es ist ein Rieseneffekt. Wir reden hier von einem Schneetruck. Wir reden hier davon, dass wir da eigentlich fragen, steht da ein Auto, ein Schneetruck in der Garage oder nicht? Ja? Das ist nicht, ist da ein Schraubenzieher in dem Keller, sondern das ist ein Rieseneffekt. Ja? Und für den reichen dann, muss man sagen, 15, 15, 15 oder 45, um den adäquat zu... Wenn Sie jetzt aber sagen, 80%, ich kann vor Kraft kaum laufen, ich möchte eine 90%ige Power in meiner Bachelorarbeit haben, dann sage ich, ja, gerne, aber dann müssen Sie halt auch nochmal Rieseneffekt, nochmal über 10 Probanden mehr machen. Und wir sehen später, weiß nicht, ob es hier noch drin ist, muss kurz nur gucken, ob wir das hier sehen. Nee, sehen wir leider nicht. Wenn man einen kleineren Effekt hätte, dann geht diese ganze Kurve natürlich auch viel langsamer hier hoch. Ja? Dann ist es sozusagen so, dass man generell viel mehr Probanden braucht, um in den Bereich von 80% zu kommen.
Also, jetzt aber nochmal weiter. Was haben wir hier auf dem Slide? Ich mache mal meine Kritzeleien nochmal weg. Das war jetzt nicht so hilfreich. Entschuldigung, es geht jetzt gerade nicht mehr. Also, ich hatte erstmal gesagt, es ist ein sehr großer Effekt. Hier sehen wir nochmal, wenn man so will, was ich mal als die gigerenzische Penalty Box oder so bezeichnen würde. Oder die gigerenzische Münzwurfbox. Gigerenzer, von dem stammt also das Diktum zu sagen, bei einer Power von 50%, da kannst du doch auch eine Münze werfen, statt aufwendig eine Studie durchzuführen. Denn dein Signifikanztest ist, du weißt ja nicht, ob du, der sagt dir halt wie so ein Orakel irgendwie eine Sache, nämlich ist signifikant oder nicht. Aber du weißt nicht, was du davon halten sollst, denn die ganze Studie hatte eine relativ geringe Power, um wahre Effekte zu finden, nämlich 50% oder sogar geringer. Das heißt, bis wir hier auf die 50% kommen auf der Y-Achse, so lang würde Gigerenzer sagen, hättest du auch eine Münze werfen können. Das wäre in dem Fall, nochmal, es ist sowieso ein Rieseneffekt, aber wenn du dann zum Beispiel nur 7 Probanden, 7 Patienten, 7 Mäuse pro Gruppe hast, dann muss man sagen, ist die Power eben nur auf Zufallsniveau. Ja? Hier sehen wir es jetzt nochmal. Das ist ein Graph, den ich euch noch zum Abschluss zeigen wollte. Nämlich zu sagen, ich mache, das kann man in G-Power schön variieren. Ich plotte jetzt, Achtung, jetzt hat sich das geändert. Hier plotten wir jetzt nicht mehr N. N ist jetzt hier in den drei Linien. Sondern wir plotten die Effektstärke. Wir würden sagen, hier ein Cohen's F von 0.25, das entspricht etwa einem Cohen's D von 0.5, ist also auch schon, ja, schon ein relativ solider Effekt in der Psychologie wahrscheinlich. Oder auch generell, ist eine halbe Standardabweichung, Verschiebung. Ist es natürlich so, also erstmal gilt, egal wo du schaust, egal für welche Effektstärke, ist ein großes Sample von 60, hat jeweils immer die höhere Power. Ja? Und dann gibt es natürlich Fälle, zum Beispiel so schon ziemlich große Effekte, da reißt dir eine, das sind jetzt übrigens, hat sich das Szenario hier leider auch ein bisschen verändert, ich spreche jetzt über 5 Gruppen sogar. Also ich habe eine One-Way-ANOVA mit 5 Gruppen hier in G-Power versucht auszuwerten, auf Power hin. Also es ist so, dass ich dann 60, das sind also, was ist das, 12 pro Gruppe, hatte dann eine adäquate Power, zum Beispiel bei einer Effektstärke von Cohen's F von 0.5. Aber 12 pro Gruppe hätte das, 36 durch 5, also irgendwie 7 pro Gruppe etwa hätte das nicht. Und keine Ahnung, nur noch ein 2 Probanden pro Gruppe hat natürlich auch quasi überhaupt keine Power. Dieses Slide soll also nur nochmal verdeutlichen, wie intim das Verhältnis ist aus gewählter Stichprobengröße und der Effektstärke, die ihr eben nachweisen wollt. Also Schneetruck versus Schraubenzieher. Ja? Es gibt hier auch einen ganz schönen Online-Ausflug von einem Kollegen, glaube ich, aus Schweden ist der heißt hier Christopher Magnusson, der hat so einen Blog, der nennt sich Our Psychologist. Das würde ich euch empfehlen, mal anzuklicken. Da könnt ihr nämlich so selber ein bisschen rumspielen. Und der hat so schöne Tacho-Anzeigen. Wie ist jetzt in dem Szenario die Power? Der macht das mit einem ganz einfachen Test. Der macht das, glaube ich, mit so einem One-Sample-T-Test einfach. Also, du willst einfach gucken, ob ein paar Messungen von Null sich unterscheiden oder nicht. Ganz triviales Problem. Aber an dem lässt sich das natürlich genauso zeigen. Wie wählst du dein Alpha? Wie wählst du deine Power? Wie wählst du dein N? Wie große Effekte kannst du dann nachweisen? Ja? Das kann ich euch also nur sehr herzlich einladen, außerhalb des Videos, das mal zu tun. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu, mehr so ein mahnendes Wort. Bitte berechnen Sie einfach, um Ihr Leben einfach zu halten, Power im Bereich der Planung einer Studie. Es gehört in den Bereich der Überlegungen, die wir vor der Datenerhebung anstellen. Ja? Zu sagen, also das, was hier unten in grün gezeigt ist. Es gibt nämlich auch sogenannte Post-Hoc-Power-Analysen und die kann man in akzeptabel machen. Die sind dann akzeptabel, wenn man eben nach wie vor eine Effektstärke zugrunde legt, die man eigentlich nicht in seinen eigenen Daten hat, sondern eine irgendwie vermutete Effektstärke auf Populationsebene. Was aber oft passiert, zum Beispiel in SPSS war das so als Post-Hoc-Power-Analyse, was komplett sinnlos, weil es war komplett zirkulär. Es wurde dort eigentlich gesagt, und es war so oft die Idee zu sagen, naja, ich habe jetzt einen nicht signifikanten Effekt. Wie mächtig oder wie powerful war mein Test denn, um einen Effekt aufzudecken? Wenn ich dort meine nun mal gegebene Stichprobe benutze, Stichprobengröße, und meinen nun mal beobachteten Effekt,
in meiner Studie, dann ist es sozusagen im besten Fall irreführend, im schlimmsten Fall wirklich nutzlos und komplett zirkulär, weil ich quasi sowieso nur die Informationen benutze, die auch in den Signifikanztest schon eingegangen sind. Also wir haben ja gesagt, natürlich, wenn, das ist auch heute so, ich sage es nochmal anders, wenn Sie zu mir in die Sprechstunde kommen und sagen, Herr Ubleser, ich hatte nur 9 Leute in meiner Studie, habe aber einen P-Wert von 0,003, dann weiß ich in dem Moment schon, dass Sie in Ihrer Stichprobe offensichtlich eine große Effektstärke hatten. Sonst hätten Sie mit 9 Leuten das nicht signifikant bekommen. Die Frage ist ja, welche Power haben Sie, um Effekte unterschiedlicher Größe auf Populationsebene denn aufzudecken mit Ihren 9 Leuten? Da wird immer die Schlussfolgerung sein, da haben Sie eine geringe Power. Dieses ganze Post-Hoc-Power-Analysen-Thema, da lassen wir deshalb die Finger vor. Und wir machen Power-Analysen, nicht nur wir hier, ist jetzt kein Spleen von mir, sondern das ist wirklich allgemein akzeptiert, dass eine Power-Analyse vor der Datenerhebung zu passieren hat. Ja? Und zum Beispiel Ethikkommissionen, Geldgeber fordern das natürlich auch in verstärktem Maße. Ist eigentlich mittlerweile absolut, ich würde sagen, zwingend. Zu sagen, wie muss ich mein Alpha, mein N wählen? Und Alpha muss natürlich nicht 5% sein, das ist so, wird so reflexhaft so gemacht. Aber wir hatten heute mit dem Covid-19 mal ein Szenario besprochen, wo man vielleicht auch mal einen Alpha-Fehler von 10% in Kauf nehmen würde, weil einfach so viel dranhängt, dieses erste Medikament aufzudecken. Ja? HIV ist ein anderes Beispiel. Bis heute gab lang überhaupt wenig wirksame Therapien für HIV, es gab keinen Impfstoff für HIV. Wo man dann sagen muss, wenn du wirklich der Erste bist, der was findet, Ebola, ja, für solche Erkrankungen, wenn du da als Erster was findest, dann ist vielleicht ein Falsch-Positiver nicht dein Hauptproblem in dem Moment, sondern du willst Sensitivität haben. Wenn da was ist, willst du es auch finden. Also deshalb, wie soll ich mein Alpha wählen? Nochmal, mein N, damit ich eine Power von zum Beispiel mehr als 80% habe. Ja? Und welche Power habe ich dann, um welche Art von Effektstärken aufzudecken? Ja? Das ist die Art, wie wir Power-Analysen durchführen, wie sie hier heute auch zentral waren. Abschließend, es besteht für uns als Wissenschaftlerinnen, als akademisch gebildete Personen eine ethische Verpflichtung, auch beim Konsum von Studien letztlich uns Gedanken darum zu machen, war das eine adäquate Fallzahl, wie kam diese Fallzahl zustande? Ich denke, es besteht auch eine Verpflichtung für uns, dass wir versuchen, eben fernab der 50% zu sein, weit, weit, weit über den 50% zu sein. Ja, die benötigte Fallzahl für eine Teststärke von mindestens 80% auf der Basis realistisch zu erwartender Effektstärken vorab zu schätzen. Also nicht einfach zu sagen, naja, da gab es mal ein anderes Paper, die hatten einen riesen Effekt, deshalb nehme ich jetzt auch diesen riesen Effekt, lege den mal zugrunde und ach huch, ich brauche auch nur 12 Leute pro Gruppe. Ja. Sondern zu sagen, wie groß ist der Effekt realistischerweise, beziehungsweise was ist mir wichtig, möchte ich kleine Effekte auch finden können oder reicht es mir für meine klinischen Zwecke eigentlich, wenn ich große Effekte aufklären kann. Das ist einfach, also die ethische Verpflichtung ist hier nur, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann eben noch auch der letzte Take-Home von mir, der wieder anschließt an unsere ethischen Eingangsüberlegungen. Viele, viel zu kleine Stichprobenanordnungen führen auf Dauer ja zu viel mehr Ressourcenverbrauch. Das ist besonders einprägsam, finde ich, bei so einem schwierigen Thema wie Tierversuche. Wo man sagt, ja, intuitiv ist natürlich einleuchtend. Klar, weniger Tiere ist besser zu verbrauchen. Natürlich ist es besser, wenn du nur 5 Mäuse brauchst, als wenn du 15 Mäuse pro Gruppe brauchst. Aber man muss schon sagen, auf Dauer, wenn jeder sozusagen sich mit schlechter Power abarbeitet und dann zu keinem definitiven Schluss kommt über ein wissenschaftliches Problem, haben wir ja auf Dauer mehr Ressourcen verbraucht, mehr Steuergelder, mehr Probandenzeit, unter Umständen auch mehr Leben, ganz hart gerechnet. Und wir tragen auch sozusagen zum Rauschen in der Literatur bei, als wenn wir das eben einmal ordentlich machen. Ordentlich heißt in dem Fall ordentlich gepowert. Ja? Und dann heißt das vielleicht, huch, ich bleibe jetzt mal im Bild und sage, ja, 150 Tiere versus 150 andere Tiere. Aber dann haben wir auch verlässliche Daten. Ja? Das muss man eben sich gut überlegen. Und die Software, vor allem G-Power, aber auch kleine handgeschriebene Simulationen, die man eigentlich letztlich auch in Excel oder anderen Programmen durchführen kann, sind dafür vorhanden, um sich heutzutage selbst vorab ein Bild zu machen
mit einer gegebenen Stichprobegröße, einem bestimmten gewählten Alpha und bestimmten zu erwartenden Effektstärken, wann komme ich denn auf welche Power damit? Ja, ich mache zum Schluss gerne nochmal diese Bewegung, um zu sagen, Power ist eine Funktion dieser drei anderen Größen, ja, und nicht nur einfach ein Wert. Das soll es für heute gewesen sein. Ganz genau unter einer Stunde geblieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.